Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 144 Fletcher. Nach der schweren Arbeit in Malfoy Manor, die in Wirklichkeit erstaunlich mühelos erledigt worden war, lud Harry alle zu sich ein, womit er Draco zuvor gekommen war, denn der wollte sich für die Hilfe bei seinen Gästen mit einem Abendessen revanchieren. Er legte jedoch keinen Einspruch ein, denn in den Kerkern, wo er mit seiner Mutter wohnte, war es nicht sehr heimelig, egal wie viel Licht sie entzündeten. Vor der Tür zu Harrys Räumen sagte Severus verabschiedend: Das Angebot zum Abendessen muss ich leider ablehnen. Wenn Sie mich entschuldigen würden. Severus. Mit einer Hand auf seinem Arm hielt Narcissa ihn auf. Bleib doch bitte. Du kannst den Tag doch nicht so enden lassen, indem du einfach gehst. Remus erinnerte sich noch gut daran, dass Severus nach den Treffen des Phönixordens alle Angebote von Molly in den Wind geschlagen hatte und er nie länger geblieben war als notwendig, schon gar nicht zum Essen. Während Harry bereits ins Wohnzimmer ging und Hermine und Remus ihm folgten, taten die Malfoys ihr Bestes, um Severus zum Bleiben zu überreden, und da er nicht zu bekehren war, überrumpelte Draco ihn einfach, indem er ihn in das Zimmer schob. Es war Severus anzusehen, dass er gerade wieder das Zimmer verlassen wollte, da sagte Harry freundlich: Schön, Severus, dass Sie doch noch bleiben. Die Tür hinter Severus war von Narcissa geschlossen worden, so dass er sich ergab und sich mit dem Gedanken anfreundete, einen Bissen zu sich zu nehmen, bevor er die Runde wieder verlassen würde. »Fragt sich nur«, begann Harry, als er sich in dem großen Wohnzimmer umsah, »wo wir uns zum Essen niederlassen.« Er blickte sich kurz zu seinen Gästen um und in diesem Moment nutzte Draco seinen Zauberstab unbemerkt zu schwingen, um aus dem Sofa, Sesseln und dem Couchtisch einen Esstisch mit 8 Stühlen zu zaubern. Ein leises, magisches Knistern war zu hören, weswegen sich Harry wieder umwandte und die Veränderung bemerkte, bevor er scherzend von sich gab. »Wir könnten natürlich auch diesen Tisch nehmen, der vor 2 Sekunden noch nicht da war. Nehmt doch bitte Platz«, bat Harry. »Ich werde etwas bei den Hauselfen in der Küche bestellen.« Gerade hatte Hermine sich gesetzt, da sprang sie wieder auf. »Ich muss meinen Kniesel füttern.« »Und ich meinen Hund«, sagte Severus, der die Gelegenheit nutzen wollte, sich heimlich still und leise zu entfernen. Wobble verschwand plötzlich mit einem leisen Plopp. Bevor jemand das Zimmer verlassen konnte, erschien er wieder und versicherte: Ist schon erledigt. Severus biss die Zähne zusammen und nahm Platz. Als er kurz neben sich schaute, erblickte er Remus mildes Lächeln, welches er schon den ganzen Tag über hatte ertragen müssen und weswegen er ein Gesicht zog. Auf dem Tisch materialisierte sich abrupt ein Festmahl, und zwar noch bevor Harry von seinem vorangegangenen Gespräch mit den Elfen sich wieder dem Tisch genähert hatte. »Das nenne ich schnell«, sagte er respektzollend. Er blickte auf die 2 Platten mit Wildschweinbraten und Rehrücken und auf die Schalen mit duftendem Gemüse. 2 hübsch gestaltete Karaffen mit Rotwein und auch welche mit nicht-alkoholischen Getränken fanden sich auf der Tafel wieder. Als er sich seine Gäste betrachtete, da bemerkte er, dass jeder saß, bis auf Wobble, der einen unsicheren Eindruck machte. »Möchtest du dich nicht setzen, Wobble?«, fragte Harry freundlich. »Wann?« Wobbles Stimme schien zu versagen, doch er räusperte sich und begann von Neuem. »Wenn es niemanden...« Nach einer Karaffe greifend, sagte Draco, ohne den Elfen anzusehen: Nun setz dich schon. An dem Wein riechend und ihn für gut befindend, stand Draco auf, ging um den Tisch herum und schenkte als erstes seiner Mutter, welche ihm gegenüber saß, ein Glas ein.
Gleich darauf ging er zurück und füllte Hermines Glas, die direkt neben ihm saß und zu Harrys Erstaunen nicht abgelehnt hatte, denn normalerweise trank sie kaum etwas. Die Herren und der Elf wurden im Anschluss ebenfalls mit einem köstlichen Tropfen bedacht. Zögerlich, weil niemand nach dem Essen griff oder den Wein anrührte, sagte Harry vom Tischende aus: "Greift doch bitte zu, ich wünsche euch einen guten Appetit." Harry konnte nur ahnen, dass die Malfoys an einer so festlich wirkenden Tafel vorher nie selbst zu Kellen, Löffeln oder Fleischgabeln gegriffen hatten, um sich etwas aufzutun. Doch Narzissa machte jetzt den Anfang und nahm sich ein paar Kartoffeln. Im gleichen Moment griff Remus, der zu Harrys Linken saß, zum Gemüse. Ungefragt reichte er die Schale danach an Severus weiter, der über die Höflichkeit, die Remus ihm entgegenbrachte, geradezu ein wenig pikiert schien. Rechts von Harry saß Wobble, der noch immer sehr unsicher wirkte. Es stand außer Zweifel, dass es für ihn das erste Mal sein musste, zusammen mit seinem Meister. Harry hasste es, sich selbst so bezeichnen zu müssen, an einem Tisch zu sitzen. Harry konnte nicht anders, als ihm ermutigend zuzulächeln, so dass sein Elf erst schüchtern und dann erleichtert die freundliche Geste erwiderte. Vor dem Essen sprach Draco einen Toast auf seine Helfer, im Speziellen auf seine Trauzeugin und den Paten seines Kindes, bevor alle mit dem Essen begannen. Den Anfang einer zaghaften Konversation während des Abendessens machte Hermine. Denn sie fragte Harry an Wobble vorbeischauend: "Ginny ist noch gar nicht da." "Nein, sie wird noch immer mit Meredith und Gordon unterwegs sein." Sie schutzte, bevor sie bemerkte: "Es ist schon 7 Uhr, Harry. Und dann hat sie auch noch Nicholas dabei." "Dann wird sie gerade in der großen Halle essen." Er stutzte selbst, denn das Essen in der Halle begann in der Regel bereits um 6, weswegen er seine Gabel an den Tellerrand legte. "Ich werde besser nachsehen." Der besorgte Klang in seiner Stimme war niemandem entgangen. In dem Moment, als er sich vom Tisch erheben wollte, öffnete sich die Tür und ein Kinderwagen war das erste, was man sehen konnte. Als Ginny eingetreten war, blinzelte sie überrascht, als sie die Festtafel und die vielen Gäste bemerkte. "Oh, Entschuldigung." "Ginny, ich hab schon befürchtet." Er verstummte und entschuldigte sich stattdessen bei seinen Gästen. Er verließ den Tisch und eilte zu seiner Liebsten. Ihr hochrotes Gesicht mit den Händen umfassend, sagte er: "Du bist ja eiskalt." "Es ist auch etwas frisch draußen, Harry." Sie nahm die Wollmütze vom Kopf und den Schal vom Hals. "Es sind ja nur minus 10 Grad", erwiderte sie neckend. Harry streckte eine Hand in den Kinderwagen, der innen durch einen Zaubermolek warm war und in dem Nicholas tief und fest schlief. Das Baby rührte sich auch nicht, als Harry dem Jungen über die flauschigen schwarzen Haare strich. "Isst du mit uns?", wollte er von Ginny wissen. "Ja, gern. Ich habe wirklich Hunger." An ihren sehr ausgedehnten Spaziergang mit den beiden Schülern denkend, fragte sie sich, ob sie selbst vor einigen Jahren so aktiv gewesen war. "Ich bringe ihn nur schnell ins Bett." "Das kann ich doch machen", bot Wobble an, der sofort vom Stuhl gesprungen war und sich des Kinderwagens annahm, den er ins Schlafzimmer schob. Nach wenigen Minuten gesellte sich Ginny an den Tisch, an welchem alle auf sie gewartet hatten, und als sie sich dem einzigen freien Stuhl am anderen Tischende näherte, erhoben sich Draco, Severus und Remus anstandshalber von ihrem Platz. Nur Harry begriff viel zu spät, dass auch er hätte aufstehen müssen. Doch Ginny störte sich nicht daran. Sie wusste momentan sowieso nicht, wie sie sich verhalten sollte, denn sie fragte sich, ob man an einer Tafel nur verbal grüßte oder reihum ging, um jemandem die Hand zu geben. Sie entschloss sich dazu, die Anwesenden alle zusammen mit Worten zu begrüßen, bevor sie am anderen Ende der längeren Tafel Platz nahm und somit rechts und links von sich je ein Mitglied der Familie Malfoy ihre Tischnachbarn nennen dürfte. Die Herren setzten sich ebenfalls wieder. "Du warst ja lange unterwegs. Wo warst du denn überall?", fragte Hermine ihre Freundin. "Ach, wir haben allerhand gemacht",
Wir waren erst am See, dann eine Weile im Gemeinschaftsraum der Slytherins. Severus horchte auf. Und zum Ende hin noch sehr lange bei Hagrid. Wir haben uns Geschichten über Norbert und seine anderen Tierchen angehört. Neugierig fragte Draco, der zwischen Hermine und Ginny sitzend das Gespräch nicht hatte überhören können. Wer ist denn Norbert? Überraschenderweise antwortete Severus, dass er ein norwegischer Stachelbuckel wäre. Ganz erstaunt über Severus' richtige Antwort, fragte Harry, woher wissen Sie denn von Norbert? Hermine hat mir einmal von dem Drachen erzählt. Die fragte skeptisch. Hab ich? Sie konnte sich nicht genau daran erinnern, wann sie mit Severus über Norbert gesprochen haben sollte, denn zu ihrem Leidwesen wusste sie, dass sie manchmal sehr viel redete. Ja, stellte Severus klar. Das war einer dieser Momente, in denen sich ihr Mundwerk verselbstständigt hatte. Ihren bösen Blick schmetterte er mit einem einzigen hochgezogenen Mundwinkel ab. Mit großen Augen fragte Narzisse erstaunt. Der Wildhüter besitzt einen Drachen? Ginny verneinte. Er hatte ihn damals nur ausgebrütet. Weil sich das seltsam anhörte, beschrieb sie es detaillierter. Das Ei hatte er von einem Fremden bekommen und Hagrid hat sich drum gekümmert. Norbert lebt schon lange in Rumänien unter der Obhut meines Bruders. Der arbeitet dort nämlich in dem großen Drachenreservat. Ganz erstaunlich, sagte Narzissa fasziniert von dem Thema. Dass Wobble zurück an den Tisch gekommen war, hatte niemand bemerkt, aber er war dort und aß manierlich sein Gemüse, bevor er zu fragen wagte. Und der Kleine hat während des Spaziergangs nicht einmal geklingelt. Ginny lachte auf, verneinte jedoch. Nikolas hat wahrscheinlich viel zu viele Eindrücke auf einmal erhalten, weswegen er jetzt auch so müde ist. Aber ich glaube, ihm hat es gefallen. Wie alt ist der Bub jetzt? Fragte Narzissa. Er ist jetzt 4 Monate alt. Er ist am 28. August geboren. Erwiderte Ginny. Oh, wie goldig, schwärmte Narzissa. Er ist zurück. Draco war in dem Alter. Mutter, unterbrach Draco. Bitte erzähl nichts, was mir unangenehm werden könnte. Severus drehte seinen Oberkörper nach links und sagte zu Narzissa. Bitte fahr doch fort. Er war laut, antwortete sie lächelnd, bevor sie sich an Ginny wandte und ihr Details zuflüsterte. Harry blickte direkt geradeaus und betrachtete seine Ginny, die sich herzlich über das, was Narzissa erzählte, zu amüsieren schien, während sich auf Dracos Wangen ein wenig Farbe abzeichnete. Wie er so am Tisch saß, dachte Harry daran, dass er sich genau so eine Familie vorstellte. Es war weniger chaotisch als früher bei den Weasleys, doch im gleichen Maße gemütlich. In ein Gespräch mit Ginny vertieft, hörte man Narzissa sagen. Sie kennen doch sicherlich diese kleinen Schnatze für Kinder, die nicht so hoch fliegen und auch nicht so schnell. Als Draco 5 war, da haben wir ihm so einen geschenkt und... Nur für Hermine hörbar stöhnte Draco, bevor er bat. Ah, nicht auch noch diese Geschichte. Seine Mutter ließ sich jedoch nicht abhalten und erzählte ihrer Tischnachbarin. Er spielte anfangs ganz ruhig mit seinem Schnatz, bis mein Mann und ich plötzlich ein lautes Scheppern hörten. Draco hatte das Zimmer völlig verwüstet. Narzissa ließ ihren Blick über die Gäste schweifen und verweilte mit ihren Augen auf Remus, während sie mit einem Schmunzeln schilderte. Überall lagen Scherben von zerbrochenen Vasen auf dem Boden. Gemälde hingen schief und Stühle waren umgeworfen, aber... Sie legte eine theatralische Pause ein. Zwischen all dem Chaos stand Draco ganz stolz und breit lächelnd. In seiner kleinen, hochgehaltenen Hand flatterte der Schnatz. Mutter, bitte, nörgelte Draco. Harry schaltete sich ein und sagte belustigt, das ist doch schön. Sein Lächeln verblasste zusehends und er klang gleich darauf viel bedrückter. Ich wünschte, ich hätte jemanden, der mir erzählen würde, was ich als Kind für Flausen im Kopf hatte. Das abrupte Verstummen der Anwesenden verstärkte bei Harry nur noch die sich einstellende Traurigkeit, weswegen er verlegen auf seinen Teller starrte. Seine Tante und sein Onkel
hatten mit ihm nie solche Erinnerungen an früher geteilt. Niemand hatte ihm damals Anekdoten aus seiner Kindheit erzählt und Harry hatte mit einem Male das Gefühl, in seinem Leben wirklich etwas zu vermissen. Noch immer herrschte diese unangenehme Stille am Tisch und als er es wagte, den Kopf unmerklich zu heben, um ein wenig aufzublicken, da schaute er in die schnell hintereinander blinzelnden großen Augen seines Hauselfen, der mit seinen Tränen zu kämpfen schien. Für alles, was diese Stille durchbrechen würde, wäre Harry dankbar und da klopfte es auch schon unerwartet. Mit einem lauten "Herein!" betrat Albus das Wohnzimmer und stutzte, bevor er lächelnd sagte: "Oh, eine kleine Zusammenkunft, wie schön, dann möchte ich nicht stören." "Nein, Sie stören nicht, Albus, was gibt es?" fragte Harry, um den Direktor am Gehen zu hindern. "Ich hatte Severus schon heute Mittag besucht." Direkt an Severus gewandt, fragte Albus: "Wenn du nachher noch kurz in mein Büro kommen würdest." Albus blickte zu Hermine. "Sie bitte auch, Hermine." "Ich komme gleich mit", sprudelte es aus Severus heraus. "Ich bin so oder so fertig." Der halbvolle Teller bewies jedoch das Gegenteil, wie jeder sehen konnte. "Aber Hermine hat ihr Abendessen noch nicht beendet. Sagen wir in einer Stunde bei mir im Büro?" Albus wartete, bis Severus zustimmte, was der zähneknirschend und nur mit einem Nicken tat. Hermine kostete die volle Stunde aus und machte keine Anstalten, den Abend bei Harry früher enden zu lassen, was Severus sehr ärgerte. Noch mehr regte er sich jedoch über seinen Patensohn auf. Er würde Draco später noch auf die Dreistigkeit ansprechen, ihn gegen seinen Willen dazu genötigt zu haben, dem Abendessen beizuwohnen. Endlich war der Termin bei Albus nicht mehr fern und Hermine bedankte sich für den amüsanten Abend und verabschiedete sich bei allen, bevor sie die Frechheit besaß, an Severus gerichtet zu sagen: "Jetzt können wir gehen." Das erste Wort hatte sie besonders betont. Auf dem Weg zu Albus sagte Severus kein Wort und er ging so schnell, dass Hermine kaum mithalten konnte, weswegen sie ab und an die Beine in die Hand nehmen musste. Wie üblich öffnete Albus die Tür, bevor Severus oder Hermine die Chance erhielten, an ihr zu klopfen. "Trete doch bitte ein", bat der Direktor. Nachdem er eingetreten war, fragte Severus sofort gereizt: "Was gibt es, dass du mit uns beiden sprechen möchtest? Was die Geschichte betrifft, so versichere ich..." Hermine stutzte und unterbrach: "Was denn für Gerüchte?" "Nein, nein", winkte Albus lapidar ab, ohne auf Hermines Frage einzugehen. "Es geht um ein Schreiben, das ich aus dem Mungos erhalten habe." Er nahm ein Pergament von seinem Schreibtisch. "Ich denke, dass das hier in euren Händen besser aufgehoben wäre." Hermine streckte bereits ihre Hand aus, doch Severus reagierte schneller und nahm den Brief in Windeseile an sich. Er las ihn sehr gründlich und bemerkte nicht, dass Hermine sich ihm genähert hatte, um sich ebenfalls einen Überblick über dessen Inhalt zu verschaffen. "Hermine!" Severus erschrak, als er aufblickte und sie dicht bei sich bemerkte. Er räusperte sich und wiederholte: "Hermine, Sie mögen doch Denksport." Sie nickte, sodass er ihr den Brief in die Hände drückte und beteuerte: "Dann ist das Ihre Aufgabe." Severus wollte bereits gehen, da hielt Albus ihn mit freundlichem, aber bestimmtem Tonfall auf. "Moment, Severus. Es handelt sich um einen schwarzmagischen Trank, was bedeutet, dass man ihn nur in gewissen Büchern finden wird. Mir wäre wohler, wenn Hermine, die auf diesem Gebiet noch sehr unerfahren ist, nicht alleine recherchiert." Man konnte sehen, dass Severus zum zweiten Mal an diesem Abend die Zähne zusammenbiss, denn die Muskeln an seinem Kiefer spannten sich und abermals nickte er Albus zu, denn ihm konnte oder wollte er nichts abschlagen. "Dann wünsche ich viel Erfolg", sagte Albus verabschiedend, während er die beiden zur Tür begleitete. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit.
Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.